Hallihallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video. Ganz ehrlich, ich fühle mich gerade wie Thomas Anders. Gott. Ja gut, die Haare werden... Ich muss mal gerade hier... Die Haare werden auf jeden Fall heute noch geglättet. So, stelle ich jetzt mal gerade hier so hin, wenn die Perspektive ganz schön beschissen ist. Ist aber jetzt gerade mal egal. Ja, wir haben mittlerweile 13.36 Uhr. Tim hat frei. Er ist gerade auf dem Rückweg. Ich habe ein Video schon bearbeitet und muss jetzt nur noch das Thumbnail machen. Aber bevor ich das mache, kriegen erstmal die Katzen was zu essen. Und ich mache mir erstmal selber was zu essen. Und wir haben heute eigentlich einen Termin bei der Bank, weil wir was klären müssen. Weil wir nämlich planen im... September, genau, weil Tim hat nämlich im September Urlaub, haben wir geplant, dass wir für ein Wochenende nach Holland fahren wollen. In ein Hotel mit Tieren, genau, da können wir Sam dann auch mitnehmen. Meine Mutter würde auf die Katzen aufpassen, aber da muss halt noch ein bisschen was geklärt werden. Genau, so, ich muss unbedingt zur Post, denn ich muss ein ASOS-Paket zurückbringen. Und zwar war das ja mein Kleid für die Hochzeit. Ja, ich habe ja ganz stolz gesagt, dass ich das in der 54 geholt habe und es passt. Ich bringe es trotzdem zurück, denn ich habe mir ein neues Kleid bei H&M bestellt. Das ist um einiges günstiger. Und ja, ich einfach mal gucken möchte, ob es passt. Ich hoffe einfach, dass es passt. Ich habe es mir jetzt in der 54 und in der 56 bestellt. Einfach mal gucken, ob es halt passt, ne? Und vor allem, ob es halt auch gut aussieht. Und wenn es dämlich aussieht oder so, habe ich nochmal zwei Kleider bei ASOS gefunden. Die werde ich dann auch nochmal bestellen. Werde mich dann am Ende entscheiden. Das Ding ist halt, ich möchte nicht unbedingt so viel Geld ausgeben, weil es halt schon ein Kleid ist, was du wirklich nur zu bestimmten Anlässen anziehen kannst. Und ja, das ist halt kein Kleid, was du mal eben so im Sommer anziehen kannst. Und deswegen möchte ich da nicht unbedingt so viel Geld rein investieren, weil ich es halt einfach echt unnötig finde. Ja, aber das ist so erstmal der Plan für heute. Mehr steht eigentlich so jetzt gar nicht an. Wie gesagt, ich werde mir jetzt erstmal was zu frühstücken machen. Also ich habe das Gefühl irgendwie, das mit Sam hört niemals auf. Ich persönlich finde, er ist voll komisch. Also nicht von seiner Art her, sondern, keine Ahnung, so Sachen, die er irgendwie macht. Keine Ahnung, das ist irgendwie schwer zu erklären, aber er trinkt irgendwie übermäßig viel. Wirklich übermäßig viel. Und von jetzt auf gleich hat er gestern angefangen, gestern Abend irgendwie, dass er einfach so hechelt, so ohne Grund, ohne Bewegung. Mir ist das im Wald schon aufgefallen, dass er voll gehechelt hat, obwohl der noch nicht mal gelaufen ist. Der hatte irgendwie gestern auch keinen Bock irgendwie zu laufen. Der war so richtig so, so eine richtige Trantasche irgendwie. Der war so voll, ne? Hatte halt irgendwie keinen Bock. Vielleicht war es ihm auch einfach zu warm. Kann ja auch sein, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war er halt voll, nicht schlapp, aber halt einfach so lustlos irgendwie gefühlt. Und ja, wie gesagt, er hechelt einfach so, ohne Grund. Also es gibt wirklich gar keinen Grund. Er macht nichts. Er lag diese Nacht in der Box und hat auf einmal angefangen zu hecheln. Und ich finde das so komisch, weil, wie gesagt, er macht ja nichts. Also er bewegt sich nicht oder so. Ich habe jetzt im Internet mal nachgeguckt, irgendwie wegen seinen Lymphknoten oder so. Dann, dass sehr viele trinken, kann irgendwie auf Diabetes hindeuten. Und, oh Gott, also ich habe echt langsam keine Ahnung mehr. Ja, ich habe übrigens auch, beziehungsweise die Tierärztin hat gestern auch angerufen und hat gefragt, wie es ihm geht, weil er ja letzte Woche die Impfung bekommen hat. Also die Impfung hat er auf jeden Fall sehr gut vertragen. Ich habe jetzt aber auch im Internet gelesen, dass die Nebenwirkungen noch 9 bis 12 Tage nach der Impfung auftreten können. Deswegen, ja, schiebe ich das jetzt erstmal alles so darauf. Ich habe ihr das auch mit der Zecke erzählt. Und sie hat auch gesagt, solange sie sich nicht auffällig verhält und die Stelle nicht übermäßig dick wird und nicht rot wird und, wie gesagt, er sich halt nicht verändert vom Wesen her und so, ist es noch okay. Also ist es nicht schlimm. Und wenn uns halt irgendwas auffällt, dann sollen wir halt vorbeikommen. Genau, und wie gesagt, ich werde das jetzt alles mal ein bisschen im Auge behalten. Halt mit seinem Hecheln, mit seinem vielen Trinken. Ich meine, klar, das viele Trinken kann natürlich auch durch Trockenfutter verursacht sein, ne? Aber wie gesagt, ich halte das jetzt alles mal so ein kleines bisschen im Auge. Einfach, um mir sicher zu sein, dass da wirklich nichts ist. Wenn ich mir dennoch unsicher bin, dann werde ich auf jeden Fall mit dem Stinker hier mal zum Tierarzt fahren, weil es mir halt einfach wirklich viel zu unsicher ist. Und ich halt nicht möchte, dass irgendwas erst zu spät erkannt wird, wenn er irgendwie gegen irgendwas Medikamente oder so kriegen soll. Ich habe keine Ahnung. Man merkt immer wieder, ein Welpe ist wirklich wie ein Kind.
Ich werde den Katzen jetzt mal Essen geben, bevor Sam... bevor Finn gleich durchdreht. Okay? Ja? Möchtest du was essen? Okay, das war eindeutig. Ich stehe jetzt mit meiner sexy Frisur im Bad. Übrigens weiß ich nicht, ob ihr es sehen könnt, aber ich kann mir mittlerweile schon einen Zopf machen. Und es hängt noch nicht mal mehr so viel raus. Ja, also von daher sehr, sehr schön. Ein bisschen drehen. Ich werde mir jetzt mal meine Mähne glätten, denn ich sehe schrecklich aus. Und erstmal kämme ich die dann durch und kämme dann erstmal kurz einen dämlichen Teil unten. Kämme? Glätte? Was? Und ich glätte als erstes immer die kurzen Haare. Weil die nämlich am meisten nerven, weil die nämlich so mega wellig sind, weil die ja jetzt genau die Länge erreicht haben, wo sie mir auf der Schulter liegen. Und dann sehe ich irgendwie so aus, unter den Haaren. Und da das sehr scheiße aussieht, glätte ich mir die immer. Übrigens habe ich am 10. Mai, glaube ich, dass es der 10. Mai war, einen Friseurtermin. Und ich freue mich so sehr. Erstens, weil vor der Hochzeit nochmal meine Haare wenigstens vernünftig gemacht werden. Heißt Schnitt und Farbe. Vor allem ist mir das für die Hochzeit mega wichtig, dass ich dann halt auch erstens hübsch bin und dass ich natürlich auch irgendwie auf den Bildern gut aussehe und nicht aussehe wie so der letzte Hannes. Genau, deswegen lasse ich mir auf jeden Fall nochmal, ne, der Unterschied, lasse ich mir auf jeden Fall nochmal dafür extra die Haare machen und ich lasse mir halt auch einfach so wieder die Haare machen, weil unbedingt meine Spitzen wieder geschnitten werden müssen. Die sehen meistens echt mega kaputt aus und die sind manchmal auch echt mega stumpf irgendwie. Mein Ansatz ist nicht mehr feierlich, der geht mittlerweile bis hierhin. Ja, und ich möchte irgendwas Balayage-mäßiges haben. Deswegen lasse ich das auch so rauswachsen, dass ich so meine Naturhaarfarbe irgendwie so ein bisschen mit integriere. Vielleicht auch, dass ich meine Naturhaarfarbe wieder als Haarfarbe kriege. Also ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall möchte ich irgendwas mit meiner Naturhaarfarbe haben. Auch wenn die mir nicht gefällt, es ist einfacher und es ist gesünder für meine Haare, weil ich ihn nämlich dann nicht mehr so oft färben muss. Weil halt dann einfach alles in dem Ansatz, in der Ansatzfarbe ist. Genau deswegen kommt der Friseur dann auch noch. Also schnittmäßig wird es auf jeden Fall keine Veränderung werden. Ich will wirklich nur die Spitzen schneiden lassen. Zum Glück macht mein Friseur das und weiß, dass ich es hasse, Haare geschnitten zu kriegen. Deswegen macht die wirklich nur die Spitzen. Also das ist dann echt so viel, was da abkommt. Und das ist dann auch sehr gut, weil ich nämlich, wie gesagt, lange oder meine Haare jetzt langsam mal wachsen lassen möchte. Und ja, das funktioniert halt natürlich auch nur, wenn die gesund sind und wenn die halt auch regelmäßig geschnitten werden. Und deswegen werden da auf jeden Fall dann, wie gesagt, wieder die Spitzen geschnitten. Aber es wird dann halt hauptsächlich farbmäßig was geändert werden. Genau. Das Coole ist halt auch, dass mein Friseur hier hinkommt. Also ich habe quasi so einen To-Go-Friseur. Und die kennt mich jetzt auch schon, seit ich 10 bin oder so. Also die kennt mich schon mega lange. Ja, hat sich selbstständig gemacht. Und seit Jahren schneiden meine Ma und so und ich und Tim teilweise halt Haare bei der. Ist auf jeden Fall sehr cool. Genau, und ich werde jetzt erstmal hier meine Haare fertig glätten und nicht weiter reden. Weil sonst bin ich mich morgen noch nicht fertig, weil ich dann immer länger brauche. Hier ist jetzt übrigens das Kleid drin von ASOS, was ich jetzt wieder zurückschicken werde. Und da müssen wir jetzt noch so ein Rücksendeding ausdrucken. Genau, das kommt dann da drauf. Und ich weiß übrigens gar nicht, wann mein H&M-Paket ankommen soll. Es ist in Bearbeitung. Okay. Ist in Bearbeitung. Hast du gehört? Ja. Genau. So, wir sind jetzt fertig gemacht. Ich sitze jetzt im Auto. Tim kommt da gerade und wir fahren jetzt zur Post. Übrigens hat Tim eben mit der Bank telefoniert, dass wir da nicht extra hinfahren müssen, weil es uns eigentlich schon klar war, was bei rauskommt. Auf jeden Fall haben wir uns dazu entschieden, dass wir den Urlaub für September
erstmal noch nicht buchen werden, weil wir einfach noch ein bisschen warten. Und außerdem kann man ja dann auch hoffen, dass er eventuell dann auch noch günstiger ist. Ja, deswegen warten wir jetzt einfach mal, weil jetzt die Tage war das schon reduziert und das ist ja erst im September. Und deswegen werden wir mal gucken, ob wir bis dahin dann noch was günstiger, also ob es noch günstiger wird. Und falls bis dato alles da ausgebucht sein sollte, gibt es in Holland oder so, glaube ich, auch noch genügend andere Hotels, die... Es gibt noch ein Hotel. Ein Hotel in ganz Holland. Dann gibt es ja wahrscheinlich auch noch andere, die dann noch Platz haben, wo wir dann eventuell hin können. So, und ich werde jetzt erstmal mein Paket zur Post bringen von ASOS, beziehungsweise wir müssen erst so ein Ding ausdrucken und das dann danach zur Post bringen. So, Dalle, wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich muss jetzt aber nochmal gerade in den Keller. Wie die letzten Ottos. Ich hole jetzt noch einen Koffer erstmal. Ich denke mal, das reicht. Wir machen einfach unsere Sachen halt zusammen in einen Karton, wollte ich gerade sagen. Klar, in einen Karton. In einen Koffer für Sams Sachen müssen wir dann halt einfach noch was suchen. Aber ich denke mal, da nehmen wir einfach so eine ganz normale Tasche mit. Und das ist übrigens im Moment der Stand von unserem Keller. Also der ist wieder voll zugebaut. Und hier sind auch unsere Schränke vom Wohnzimmer. Aber die können wir erst verkaufen, wenn wir ein neues Fernsehboard haben. Genau, weil ich das nicht einsehe, zwei Schränke einzeln zu verkaufen, während wir den dritten noch haben. Und das Problem wird wahrscheinlich sein, wenn wir die beiden nämlich dann verkaufen werden, dass wir den einzelnen Fernsehschrank nämlich nicht mehr loswerden, weil kein Mensch will nur einen Fernsehschrank haben ohne Möbel. Deswegen behalten wir das jetzt noch. Und ja, welchen Koffer nehmen wir jetzt? Oder welchen machen wir hier? Der direkt ganz vorne steht. Genau. Hier sind noch die Dinger vom Urlaub dran, hier vom Flughafen. Ja, gut. Ja, würde ich sagen, nehmen wir den einfach. Und wie gesagt, für Sam nehmen wir dann einfach einen Rucksack. Wird sich ja, denke ich mal, irgendwas finden lassen. Gehe ich mal ganz stark von aus. Und dann, wie gesagt, werde ich mich... Oh, Jesus Maria, heute. Werde ich mich gleich mal dran setzen und schon mal die Liste schreiben, damit ich auch bloß nichts vergesse. Ich habe mir so ein Ding gemacht, halt im Gesamten für den Urlaub, was wir da immer so für Sachen brauchen. Und das Problem ist halt ja wegen Sam, muss ich das jetzt quasi nochmal updaten und da alles noch Sachen reinschreiben, die wir dann für ihn ja auch noch brauchen, damit wir da auch alles haben. Wir müssen daran denken, dass wir für Sam bloß alles mitnehmen. Ne? So, meine Mutter, das sieht, die reißt mir den Arsch auf. Au, mein Kind. Das klärst du mit meiner Mutter. Ich war das nicht. Was me. Already packing. Come with me. I'm not really asking. We'll get away. To a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. So, wie ihr seht, bin ich gerade am Kochen. Und zwar gibt es bei mir heute diesen Bolognese-Auflauf. Da sind jetzt 120 Gramm Nudeln drin, 500 Gramm passierte Tomaten, eine Paprika, eine Dose Mais, 100 Milliliter 0,1% Fettmilch. Und da kommt dann gleich noch, wenn das in der Auflaufform ist, ein Esslöffel Creme Légère drüber und zwei Esslöffel von dem geriebenen Käse, genau. Hier, wie gesagt, eigentlich waren es 150 Gramm Nudeln, aber ich nehme jetzt nur 120, weil so hat es einfach weniger Punkte. Und das Gericht hat eh schon genug Punkte durch das Hackfleisch und halt allein schon durch die Nudeln. Tim isst Pizza, genau. So sieht das Essen jetzt aus. Ja, das ist jetzt übrigens auch so eine kleine
Auflaufform. Und das werde ich jetzt erstmal essen, denn ich habe mega Hunger. Wir haben übrigens mittlerweile 6:30. Ich werde jetzt, wie gesagt, selber mal essen. Tim wird jetzt gleich schlafen. Und ich werde mich an die Liste setzen. Ganz altmodisch mit Stift und Papier. So, Vaneski sitzt auf dem Boden. Wundert euch nicht, der Fernseher ist an. Es könnte ein bisschen laut sein hinter euch. Ich werde jetzt Sam Cam. Ja, und der mag das gar nicht. Also der hasst das richtig. Aber ja, wir müssen es ihm ja, ne, beibringen irgendwie. Und das ist jetzt die neue Bürste, die wir gekauft haben. Die hat jetzt, wie gesagt, 24 Euro gekostet. Hat jetzt nicht unbedingt was gebraucht, dass wir die im Internet bestellt haben, weil die war bei Fressnapf und so jetzt auch reduziert. Aber gut. Ja, und die ist halt extra für, also unter anderem auch extra für Labradore. Also ist das auch die richtige oder eine gute Bürste, sagen wir es mal so. Weil die auch gut das, die Unterwolle rausholt. Und der hat auf jeden Fall Fellwechsel, kann ich euch gleich mal zeigen. Deswegen steht Herr Staubsauger auch schon hier. Weil ich dann gleich direkt das ganze Wohnzimmer noch saugen werde. Erstmal Sammy Boy. Und danach das ganze Wohnzimmer. Weil überall deine Haare rumliegen, ne? Ja, also mittlerweile saugen wir eigentlich so gut wie zweimal am Tag, weil einmal einfach viel zu wenig ist. Also alleine schon einmal saugen wir halt wegen dem normalen Dreck einfach. Und das zweite Mal am Tag saugen wir wegen Ette hier, wegen der Tante, obwohl eher wegen dem Onkel, und wegen den Katzen, weil die Katzen auch nochmal gut Dreck machen. Und er hart halt im Moment wirklich extrem. Da müssen wir dann nochmal saugen, ne? Weil du alles dreckig machst hier. Ja. Übrigens hatte er hier oben die Zecke. Da ist auch noch ein kleiner Hubbel, aber ist jetzt schon besser. Ich weiß, dass du Cam nicht magst, aber das muss jetzt sein. Ich hoffe, man sieht übrigens noch genug. Ich glaube aber, wenn ich das Licht anmache, das bringt nicht viel, oder? Lass mal so. Danke. Ja, ich weiß. Muss sein, muss sein, ne? Tut mir leid. But you are having a lot. Ja. Yeah. Das ist überhaupt gar nicht einfach, wenn man dich alleine kennt. Also sonst hält Timmy nimmer fest und ich kämme. Oder halt mal andersrum, aber weil, wie man sieht. Ja, aber ich muss dich kämmen. Du siehst aus wie eine Sau. Noch schlimmer wie eine Sau. Und jetzt muss ich dich kämmen. Ich muss mich auch jeden Tag kämmen. Aua, beiß mich nicht. Also, ne, das ist jetzt von zweimal drüber gehen. Lecker. So, das ist jetzt so die erste Fuhre. Und das Coole ist, hier hinten ist so ein Ding. Also, es ist jetzt keine Kooperation, ne? Aber hier hinten ist so ein Ding und damit kann man das dann einfach so abmachen. Und dann, ja, also, man sieht hier drin auch mega gut, dass der wirklich voll die Schuppen hat. Also, eben wegen dem Fellwechsel. Also ich würde sagen, also hier, ne? Wir hören mal auf, nicht da reinbeißen. Ja, und hier, das ist jetzt halt wirklich nur von ein paar Mal jetzt drüber gehen, ne? Aber ja, also es ist jetzt echt nicht viel. Also das ist wirklich sehr wenig. Aber da er mich ja nicht wirklich was machen lässt und ich es dann auch noch alleine mache und da sowieso nicht so viel runterkriege, wenn ich das alleine mache, lasse ich es lieber sein und habe wenigstens das jetzt runter. So, und ich werde jetzt hier mal saugen, werde die Haare mit wegsaugen und da vorne habe ich mir jetzt schon da hinten einen Block hingelegt, damit ich jetzt die Liste mal schreiben kann. Ich werde dann später auch noch mit Jesse und Daniela Livestream. Hä? Nein, Jesse und Daniela FaceTimen, genau. Also damals war es eigentlich so gut wie einmal die Woche, also wirklich wöchentlich, dass wir also gefacetimed haben. Mittlerweile läuft es auf einmal im Monat hinaus, weil wir wirklich irgendwie alle wenig Zeit haben. Genau, aber wir machen das heute Abend nochmal um 10 Uhr und ich freue mich voll. Jetzt hast du Hixi, ne, vom ganzen Rumspringen. Ja, wächst dein Herzchen, ne? Wächst dein Herz. Wächst dein Herz. Lecker? Lecker? Jetzt sieh. Jetzt sieh. Oh, nicht fallen.
Oh. Wie ein kleiner Fettsack, ey. Übrigens haben wir das Gefühl, dass Sam einen Wackelzahn, also wir glauben, dass er einen Wackelzahn hat. Und zwar vorne im, also hier vorne im Unterkiefer. Ich weiß nicht, also ich glaube, dass es so ist. Und wenn ich mich nicht täusche, was ich gelesen habe, zwischen dem 4. und 6. Monat ist der Zahnwechsel. Ich habe keine Ahnung. Ja, und er ist jetzt 4 Monate, also... Könnte das gut sein, dass du neue Zähne kriegst, hä? So, da... Also, ich habe jetzt den Wassernapf hier aufgefüllt für Sammy Boy und habe jetzt, alles klar, mir den Laptop hier hingestellt, denn ich habe ja, wie gesagt, mir aufgeschrieben, was ich alles für einen Urlaub eingepackt habe, also so eine Packliste, als wir ja nach Ägypten geflogen sind. Ich werde mir die Liste jetzt quasi einfach so, ja, einfach übernehmen, würde ich jetzt mal sagen. Also, ich habe es mir jetzt hier mal aufgeschrieben. Und zwar kommt hier am Samstag der Vlog von Freitag online. Dienstag würde dann der Vlog von Samstag online kommen. Am Mittwoch kommt dann der Vlog von Sonntag. Und am Donnerstag kommt der Vlog von Montag. Am Freitag kann ich euch dann einen extra Foodhaul abdrehen, den ich halt am Dienstag dann drehen werde. Also das ist dann kein Vlog, sondern nur ein Foodhaul. Und am Samstag kommt dann der Vlog online von Freitag wieder. Und am Sonntag kommt dann der Vlog online von Samstag. Habt ihr das jetzt verstanden? Ja, also wie gesagt, die Videos werden dann halt ein bisschen zeitversetzt sein. Aber es ist noch nicht mal eine Woche. Also es sind wirklich nur so 3-4 Tage. Und das Ding ist halt, ich möchte das unbedingt mit euch teilen. Und ich möchte das natürlich auch für mich selber filmen. Ich möchte das einfach als Erinnerung haben. Und deswegen möchte ich das halt auf jeden Fall filmen. Und möchte euch halt, wie gesagt, daran teilhaben lassen. Ist dann halt zwar blöd, dass es zeitversetzt online kommt. Aber das ist einfach die einzige Möglichkeit, die ich habe. Was ich mir auf jeden Fall gesagt habe, ist, dass ich in Belgien schon die Videos schneide abends oder halt dann morgens, je nachdem, dass ich wirklich die Videos schon fertig habe und wenn ich dann zu Hause bin, dass ich die nur hochladen muss. Hallo Finn! Finn! Hi! Oh Gott, wie die alle platt sind. Hier ist eine kleine Spicki. Und da ist Minou. Platt die alle sind. Für die ist das Wetter wahrscheinlich auch nervig. 25 Mitteilungen. Jessie, was ist los? Emojis, die kein Mensch hier benutzt. Dumm oder so? Oh, Jessie. Dachschaden. Also ich habe jetzt hier mal Packliste aufgeschrieben und werde jetzt, wie gesagt, einfach alles durchgehen. Okay, Reisepässe brauche ich wahrscheinlich hier weniger. What you have to go and drive me so crazy. Now I'm feeling lost without you and I just can't be. Without you, baby, won't you all night long? Won't you all night long? Tell me. So, Dalle, ich habe jetzt alles mal fertig aufgeschrieben. Sind jetzt hier 2 Seiten geworden. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Und zwar hier die erste Seite ist eigentlich nur für uns. Also so Handtücher, Badesachen, Dreckwäschetüte. Dann hier alles für YouTube. Hier so das Ganze. Hier haben wir dann noch Föhn, Glätteisen, Haargummis, alles Mögliche. Und hier unten sind alle Sachen für Sam. Also, kann man das überhaupt lesen? Ja, auf jeden Fall so, Spielzeug, dann noch so ein Ball für an den Strand eventuell, dann sein Futter, diese Nahrungsergänzungstabletten. Ja, also das ist jetzt all das, was mir gerade so noch eingefallen ist. Also mir fällt jetzt nicht wirklich mehr ein. Ich wüsste nicht, was sonst noch fehlt. Aber eigentlich darf jetzt nichts mehr fehlen. Ich habe meine Milch noch aufgeschrieben, weil falls wir irgendwie Kaffee trinken oder so, dann nehme ich keine normale Milch, weil, ja gut, Laktose und so. Bin froh, dass wir heute erst Mittwoch haben, beziehungsweise morgen dann halt Donnerstag. Aber so habe ich wenigstens noch ein paar Tage Zeit, irgendwas aufzuschreiben, falls ich irgendwas vergessen haben sollte oder so. Oh, tut mir leid. Boah, sorry. Ja, ich werde jetzt aber auch auspacken. Was? Bin ich blöd? Na gut, braucht man nicht in Frage zu stellen.
Ich werde jetzt aber auch Schluss machen, das wollte ich sagen. Genau, denn wir haben jetzt mittlerweile 8:45. Ich habe eben noch mit meinen Schnuggis geschrieben. Und es bleibt bei 10 Uhr. Und ich jetzt gerade noch kurz was essen möchte, weil ich das sonst nicht mehr schaffe und mein Bauch knurrt und ich nicht beim Livestream, warum Livestream? Und ich nicht beim Facetimen essen möchte, weil ich einfach keinen Bock darauf habe. Mein Handy lädt nämlich auch schon fleißig. Genau, deswegen werde ich das jetzt noch machen und werde dann diesen Vlog hier jetzt auch beenden. Ja, ich hoffe natürlich, dass er euch gefallen hat. Ich würde mich wie immer sehr über euer Feedback freuen. Genau, ihr könnt mir mal bitte noch eine Sache unten in die Kommentare schreiben. Und zwar habe ich ja am Anfang des Videos gesagt, dass wir im September gerne nach Holland fahren würden. Schreibt mir gerne mal irgendwelche, falls ihr da auch schon mal im Urlaub gewesen seid, irgendwelche ja, Hotels hin, die ihr empfehlen könnt oder Orte, die ihr empfehlen könnt. Also wir hatten halt einen Ort gefunden, der ist auch nur 40 Minuten von Rotterdam entfernt und Tim möchte unbedingt nach Rotterdam. Aber wie gesagt, ihr könnt mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr so für Empfehlungen habt, was Hotels oder so angeht oder eventuell auch, genau, Bungalows oder sonstiges, wo man auf jeden Fall Tiere mitnehmen darf und halt Orte, genau, das könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, falls ihr schon mal in Holland Urlaub gemacht habt, in den Niederlanden Urlaub gemacht habt. Ja, wie gesagt, ich würde mich jetzt auf jeden Fall bei euch verabschieden. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns morgen wieder. Tschüss!